Der Schlager der Saison 67-68 vor 65.000 Zuschauern in Nürnberg. Und unter ihnen Bundestrainer Helmut Schön. Zwischen dem 1. FC Nürnberg, dem Tabellenersten, und dem 2. 3 Punkte zurück, dem FC Bayern. Zwei Trainerfüchse, Merkel und Tschaikowski. Und Leupolds Flanke verwertet Kapitän Heinz Strehl zum 1:0 für den Club. Dann Goldköpfchen Franz Brungs für Volkert und Schorsch Volkert 2:0. Sepp Maier bedient Franz Brungs zum 3:0. Auch ein Bundestorwarttrainer, wie tröstlich für die Jungen, musste einmal durch die Leere gehen. Schick, der Trainer mit dem traurigen Blick. Kein Wunder, denn nach der Pause erzielte Franz Brungs innerhalb von 11 Minuten einen lupenreinen Hattrick. Der Treffer zum 6:0. Gerd Müller, erstes Bayern-Tor, aber dann wieder Brungs. 5 Treffer in diesem Spiel, 25 von 71 Clubtoren auf das Konto von Franz Brungs. Dieter Brenninger schaffte noch 2 Tore für Bayern, Endstand 7:3. Max Merkel konnte wohl zufrieden sein. 7 Punkte Vorsprung nach der Vorrunde, das reichte. Schon vor dem letzten Spiel war der Club deutscher Meister. Dortmund kam nur noch zum Gratulieren. Und dennoch, das erste Tor erzielte die Borussia. Lothar Emmerich war der Spielverderber. Doch dann ein Müller-Tor auf Fränkisch. Lucky Müller zu Heinz Müller. Ausgleich 1:1. Flanke von Zickzack, Cibinak und Heinz Strehl 2:1 für den Club. Merci FCN, sagte Udo Jürgens. Und auch DFB-Präsident Gößmann gratulierte. Meine lieben Sportkameraden, in Sonderheit meine Spieler vom 1. FCN, deutscher Fußballmeister 1967-68. Die Clubspieler strahlten, nur Trainer Max Merkel senkte den Kopf.